Liebe Bußsägerinnen und Bußsäger, auch heute gibt es wieder einige Dinge aus der Gemeinde zu berichten. Ein Thema, was die Bürgerinnen und Bürger in Altenbußsäck seit einiger Zeit beschäftigt, ist die Frage, was passiert auf den alten Tennisplätzen. Nachdem der Tennisverein seinen Betrieb eingestellt hat, gab es die Möglichkeit für die Gemeinde, dort die Fläche zu entwickeln. In dem Prozess dieser Flächenentwicklung hat sich herauskristallisiert, dass wir einen Platz benötigen, auf dem ein ortsansässiger Hausarzt sich niederlassen kann. So floss dessen Ideen mit ein in die Gesamtplanung. In Zukunft entstehen dort 5 Wohngebäude sowie das Praxisgebäude für den Hausarzt. Dadurch ist die medizinische Versorgung in Altenbußsäck auf Jahre gesichert. Das ist eine gute Nachricht für alle die vor Ort die medizinische Versorgung benötigen. Ein besonderes Ärgernis für uns Bürgerinnen und Bürger hier in Bußsäck ist der Zustand einiger Kreisstraßen und Landesstraßen. So zum Beispiel auch der Bismarckstraße hier in Großenbußsäck. Seit Monaten versuchen wir Hessen Mobil dazu zu bringen, diese Straßen grundhaft zu sanieren oder zumindest die wichtigsten Schadstellen auszubessern. Freudig überrascht war ich gestern, als ich hier durch die Bismarckstraße fuhr und feststellte, dass Baumaschinen von Hessen Mobil hier im Einsatz sind. Wir wussten bisher noch nichts über die entsprechenden Baumaßnahmen, sind aber sehr froh darüber, dass sie stattfinden. Und wie wir es momentan sehen können, sind es nicht nur einfache kleine Flicken, sondern hier wird wirklich die Fahrbahndecke komplett ausgewechselt. Dafür mein Dank an Hessen Mobil und ich hoffe, dass wir an anderen Baustellen ähnlich zügig vorankommen. Seit einigen Jahren beschäftigt die Gesellschaft der Fachkräftemangel. Auch in der Verwaltung merken wir, dass es immer weniger Nachwuchskräfte gibt, die die Stellen in der Verwaltung besetzen können. Wir hier in Bußsäck sorgen seit vielen Jahren durch die Besetzung von Ausbildungsstellen dafür, dass wir Nachwuchs generieren. Auch im nächsten Jahr wird es wieder so sein, dass wir einen Auszubildenden oder eine Auszubildende einstellen werden. Sollten Sie als Schülerin oder Schüler oder als Absolvent einer Hochschule Interesse an dem Beruf des Verwaltungsfachangestellten haben, dann können Sie sich gern bei uns bewerben. Die Ausbildung beginnt dann im nächsten Jahr und Sie haben noch Zeit, bis Anfang Oktober sich bei uns zu bewerben. Die entsprechende Adresse blenden wir Ihnen ein und ich hoffe, dass sich viele von Ihnen für diesen Beruf entscheiden werden. Besten Dank.